Was haben wir denn, was uns Leben bringt? Du bringst Leben, du bringst Leben. Den Reisschnaps können wir verkaufen. Du bringst Leben, du bringst gar nichts, aber dich können wir mal behalten. Ihr bringt alle was. Okay, also im Endeffekt nur Bier, das wir aber behalten, falls wir es mal brauchen. Reisschnaps behalten wir auch. Vielen Dank. Hi. Ah, du bist wieder so einer, der denselben Scheiß labert. Okay. Hier geht's raus, das ist der Südausgang. Vermute ich mal. Vielen Dank. Darf ich hier raus? Nein, der sagt, er hat nichts mit mir. Alter! Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und kannst du dich bitte mal verpissen, jetzt mal ernsthaft? Verpiss dich. Willst einen Moment allein? Verpiss dich. Willst einen. Okay, es ist also auch gar nicht möglich, ihm zu sagen, dass er nicht mehr da sein soll. Hi. Hi. Beweg deinen Arsch. Rein oder raus, mir egal. Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum. Okay, ja. Dann bleib ich drin. Ich hab mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Kannst du bitte die Schnauze halten? Ich weiß genau, wo er hin will. Soweit war ich nicht im Testspielstand, den ich vor 2 Jahren mal gemacht habe oder so. Auch schon. Der kommt gleich an von wegen, oh, da gibt's so böse Menschen, die werden mich töten. Kannst du mich nicht beschützen? Nein, kann ich nicht. Halt! Nicht nochmal. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ja, und du überlebst, du Spaß. Kannst du nicht sterben, ey. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Alter, ich fuck hier gleich ab, Mann. So ein Bullshit. Deswegen muss man dieses Spiel dauernd speichern. Wieso ist dieser Idiot hier runtergefallen? Warum? Alter, ernsthaft. Na, vielleicht verlieren wir wenigstens jetzt diesen Loser endlich mal, ey. Naja, egal. Sobald wir auf jeden Fall gegen den ersten Gegner kämpfen, ist dieser Wichser wieder weg. Vorher wird er uns nach unserem Schutz fragen. Das kann er gerade mal. Das ist der Kerl, der rumheult. Hast du eigentlich keine Hobbys? Alter, ernsthaft, hau ab und halt die Schnauze. Nein, nicht einen Moment. Immer. Kannst du mal bitte einen Moment? Klar. Dankeschön. Ich will nichts mehr von dir hören. Hast du verstanden? Ey, da kriegst du doch noch einen an dich, ey. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Warum muss ich diesen Idioten so mitnehmen? Ich will nicht. Mit dir habe ich geredet. Du bist uninteressant. Wenigstens das können wir uns immer wieder sparen jetzt. Okay, mit denen könnten wir reden, aber das will ich jetzt nicht. Deswegen laufen wir einen Umweg. Ja, hier sind wir doch, glaube ich, vorhin gestorben, ne? Das erste Mal. Alter, das kotzt mich so an. Wieso bist du Idiot gestorben, Mann? Katastrophe, ey. Halt die Schnauze. Ja, ja, gequatscht wird viel. Wer bist du denn? Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Nur 10 Erd. War doch klar, dass das Ärger gibt. Hier, 10 Erz. Und du hilfst mir, wenn ich Ärger habe. Hey, verarsch mich nicht. Lass uns lieber über was anderes reden. Ah, oh, du Idiot, Mann! Absolut idiotisch. Man muss eben aufpassen, was man so erzählt. Wir haben in der Geschichte wohl doch was dran sein. Komm ich von hier irgendwie sicher runter? Ich glaube kaum, dass ich daran muss. Der letzte Scheiß. Oh, wahrscheinlich hast du euch. Ich lass mal abwarten. Hey, Neuer! Ich bin Mordrak. Ja, du bist Mordrak, danke. Das ist nett. Das sieht mir nach einer Höhle aus, die tue ich mal lieber nicht erkunden, sonst gibt's Ärger bestimmt. Wer bist du denn? Das Tolle ist, was fehlen mir denn jetzt für Tagebucheinträge? Ja, die fehlen mir auch, aber die brauche ich eigentlich. Scheiße. Das ist doch kacke, ey. Hast du einen Namen? Oder bist du unwichtig? Du bist ein Schatten, ein Unwichtiger. Okay.
Geh hin. Ja, ich habe rausgefunden, wie man Leitern hochklettert. Ja. Ich bin so toll. Bin so toll. Du bist ein Idiot. Also, drücken wir noch länger nach oben. Bis er oben ist. Dein Ernst? Okay, wir versuchen das jetzt nochmal, bis er es hingekriegt hat. Dein Ernst? Was ist denn das? Wieso kommen wir da nicht hoch? Dann gehen wir halt da hoch. Mir soll das jetzt mal egal sein. Ja, dann springen wir gleich nochmal. Butler, Schatten, Butler. Uninteressant. Viele Hütten. Hütten, Hütten, Hütten. Butler. Oh, das sieht doch interessant aus. Hallo, Huno. Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk? Bisher hat sich noch niemand beschwert. Aber das will ich auch keinem raten. Jeder Pisser hier braucht ein Schwert. Und das kriegen sie von mir. Wie lange brauchst du für eine Klinge? Kommt drauf an. Ein einfaches Schwert mache ich dir schneller, als deine müden Augen zuschauen können. Vorausgesetzt, du motivierst mich mit einer entsprechenden Bezahlung. So ein Spinner wie der Whistler muss aber meistens länger auf sein Schmuckstück warten. Wieso? Bezahlt er nicht gut? Doch, ganz im Gegenteil. Für sein letztes Schwert hat er 150 Erz locker gemacht. Irgendwie hat der Typ ein Faible für Ornamente und so ein Weiberkram. Und das hat natürlich seinen Preis. Hey, du bist ganz schön neugierig, Freundchen. Ich dachte, das wäre schon lange gut. Handy weg, so. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Ein Idiot. Also, ich. Ich würde mich selbst gerne mal an deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ich möchte Dinge fürs Schmieden kaufen. Eine Klinge. Rohstahl. Eine glühende Klinge. Okay. Und noch eine glühende Stahl. Oh Gott, oh Gott. Oh nee, das machen wir jetzt mal nicht. Vielen Dank. Das ist ein unwichtiger Butler. Du siehst interessant aus. Du bist ein unwichtiger Butler. Ach, das sind die. Na guck. Das sieht mir stark nach einer Arena aus. Uninteressant. Wer von denen ist der Anführer? Butler. Schatten. Butler. Guy, du siehst doch interessant aus. Hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben, mit dem kleinen Vordach, ist frei. Ist das die da hinten? Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Nein, er hat uns gefunden.
Nein! Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt. Dann ist er selber dran. Na, das wäre scheiße. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen. Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Na sauber. Ich denke, ich habe genug übers alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Das ist blöd. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da, aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Aha, okay. Vielen Dank. So, wir speichern jetzt direkt einmal. Das könnt ihr ja mal sowas von glauben. Nein, da nicht. Hier. Okay, weiter geht's. Die Hütte da oben mit Vordach. Ich glaube, es war die da. Okay, das geht nicht. Bleib ja von mir weg, sonst gibt's so auf die Schnauze. Kann ich den Kerl nicht einfach irgendwie umbringen? Ich glaube, ich könnte ihn umbringen, aber ich will es nicht riskieren. Der will bestimmt nur Schutzgeld. Hat diese Hütte hier ein Vordach? Die hat ein Vordach, aber die ist nicht frei. Weil da ist Licht drin. Oder ist die frei? Ist die Frage. Ich will das nicht riskieren. So, okay. Ich gehe rein. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier echt falsch, oder? Oder ist die Kiste leer? Also voll. Hast du eigentlich keinen Plan? Halt die Schnauze! Die Truhe ist zu. Hier darf ich nicht rein. Er ist schuld. Die Hütte da oben mit Vordach. Welche ist denn diese Hütte da oben mit Vordach? Nein, du sollst ihn bitte nicht angucken. Keiner will ihn sehen. Die Hütte hat auch ein Vordach. Umsehen. Ist da jemand drin? Nee, da ist keiner drin. Die gehört sicherlich irgendjemandem. Ich mache hier gleich... Gleich gibt's hier Kriechwetten. Die hat kein Vordach. Warum sind diese Kackhütten alle leer? Alter, verdammt, wo ist meine Hütte? Komm, sag mir das jetzt nochmal. Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Danke, kannst du bitte hinlaufen? Kann es sein, dass du im... Alter, halt deine dumme Fresse! Bitte! Ist das die mit dem Schinken? Ich habe keine Ahnung. Die Hütte da oben. Wir speichern jetzt einfach mal.